Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir hocken immer noch auf Zephorum. Kann sein, dass hier ja der größte Planet aller Zeiten ist. Und ja, ja, wo geht's denn jetzt hin? Ne? Das ist jetzt die große Frage. Wo geht's noch mal zu diesen einen Ruinen? Warte mal, hier geht's. Da geht's, warte mal, nee, ich habe keine Ahnung. Ich komme mit dieser Karte nicht klar, das ist mir zu kompliziert, ey. Mir war schon irgendwie die Karte von Skyrim damals irgendwie zu kompliziert, also. Das sagt schon was irgendwie. Ich habe so eine, für mich muss so eine Karte irgendwie einfach nur so ein Blatt Papier sein mit Orten drauf. Dann komme ich damit klar. So, ich will zu diesem einen Ort zurückgehen, wo ich glaube, hier sind wir halbwegs richtig. Wie das Ding aussieht, voll bedrohlich, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ich weiß jetzt immer noch nicht, bin ich jetzt da schon hingegangen oder nicht? Oh Gott. Nein. Da oben bin ich auch schon angegangen, ne? Ja. Ich glaube schon. Du, geh weg. Da kommst du bestimmt nicht hier runter, ne? Ich glaube, der ist da runtergekommen. So. Ich glaube, der wollte mir gerade eine in die Phrase geben. So, das hier habe ich geöffnet, ne? Oh. Oh Gott, nein. Tschüss. Ich wusste nicht mehr, was dahinter war. Okay. Ich gehe dann mal. Ich glaube, wenn wir hier. Okay. Ich höre euch noch. Ja. Ich habe irgendwie einen Elefant. Nur kleiner. Was? Ja, der Poncho gefällt mir, ehrlich gesagt. Er hat, sieht stylisch aus, aber ich doch mal, weiß ich nicht, gerne so klassischere Klamotten. So eine Jedi-Robe, das hat doch was, oder? Das hätte doch was. Ups. So, ja, hier bin ich richtig, glaube ich. Und ich weiß, da war noch irgendwas, glaube ich. Wenn ich da irgendwie mich hochpusten lasse. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht nochmal runterfalle. Dann gehen wir nochmal in das Murmelgrab rein. Weil da waren bestimmt noch eine Menge Sachen, die ich noch nicht erkundet hatte. Weil ich noch nicht Machtschub hatte. Gott. Also, oh, ja, da kommt es da vorbei. Da spielt mir doch nicht ein, da ist doch was, ne? Nee. Da ist doch nix. Oder? Ich weiß nicht. Das sieht schon fast so danach aus, also. Ne, ich glaube, da ist nichts. Halt! Was ist denn das? Komm schon, das kann ich nicht erkunden. Das sieht voll versteckt hier aus. Komm schon, was? So, weißt du was? Bevor wir jetzt hier weiterlaufen, ne? Ich bin jetzt gerade wo? Dann gehen wir jedes Mal, wenn wir ein neues Kartengebiet hier irgendwie finden, gehen wir erstmal. Nö, hier ist niemand. Oh Gott, wo war jetzt der Eingang für die Dinger nochmal? Ich glaube hier irgendwo, ne? Ich glaube, da war jetzt irgendwie abgesperrt oder so. Aber ich muss den anderen Weg nehmen.
Aha, okay. Ja, so kann man die Gegner umgehen, würde ich sagen, ne? So, Karte. Na, zum Beispiel noch ein Geheimnis. Mach mal so. Man weiß ja nie, was das Geheimnis sein könnte. Vielleicht hat noch ein Leben ab oder eine Macht ab. Verbraucht er keine Macht, wenn ich nicht im Kampf bin, ne? Wer weiß, ob ich auch mit den Murmeln auch fertig war, ne? Oh Gott. So. Hier sind zum Beispiel noch, das hat ganze Gebiet hier, da ist noch eine grüne Tür. So kann man das doch ganz einfach hier finden, ne? Was mit der los, Kumpel? Android ist kaputt. Da ist er. Warte mal, waren die Dinger schon vorher auch hier? Warte mal, ich glaube ja. Ich glaube ja. So, dann gucken wir uns noch mal ganz gründlich hier um. Okay. Ach, ich gehe jetzt den Rückweg gerade, merke ich. Gott. Ist jetzt nicht der Weg, von dem ich gedacht hatte, dass er der richtige wäre. Aber hier ist auch nicht schlecht. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo was. Ja. Hier war, glaube ich. Ich will mal kurz durch. So, vielleicht mal die Karte hier im Auge behalten. Also bin ich schon wieder weit weg von da. Nee, da ist das. Aber das meine ich nicht. Was habe ich schon wieder vergessen? War irgendwas war ja dann noch. Warte mal, ich weiß. Den Weg bin ich noch nicht gegangen, glaube ich. Oh, hier ist auch noch was. Schwer, in dem Weg habe ich schon mal aufgemacht, aber ich bin da glaube ich noch nicht hingegangen, ne? Weil ich dachte, er führt uns irgendwie zum richtigen Weg hin. Na? Oh. Ah. Okay. Okay. Wieder was gefunden hier. Die Zerstörung erfolgte mit Absicht. Ich spüre noch den Hass, der dabei tobte. Ich hoffe wirklich, da oben ist nichts mehr oder so. So, Geheimnisse 1 von 2. Fehlen auch zwei Truhen, ja. Und da hinten ist irgendwas. Gott. So, ab hier ungefähr habe ich auch meinen Schub bekommen, ne? Oh. War ein sehr schwacher Schub, Kerl. So, wo? Hier. Ach, ich kann da durch. Boah. Ach. Oh nee. Ach, ich bin hier.
Hi. So. Macht Schutz die viel einfacher. Ich habe meine ganze Macht gerade zurückbekommen, indem ich den erledigt habe. Was? So. Oh, das kann ich nicht. Steht auch verfügbar. Was? Ah, okay, ich verstehe. Also solche Sachen sofort, ne? Und dann kriege ich einmal so einen Hirnfurz an einer Stelle. Dann denken alle, ich bin der schlechteste Spieler aller Zeiten. So, Opfergaben. Fehlen aber immer noch zwei Truhen. Ah, die sind leider nicht auf der Karte hier angezeigt. Hier mal diese Türen, die sind alle Geheimnisse, ne? Dreck. Gut, habe ich wohl zwei verpasst erstmal. Ihr wisst jetzt auch nicht, wo die sein könnten, also. Da ist das Ding noch. Ne, warte mal, zwei andere Richtung, ne? Okay, ich muss. Nein. Ja, ich muss mal den ganzen Weg zurück, glaube ich. Ja. Wart. Ja. Okay. Ich einfach hier rüber. So. Ach so. Gut. Und jetzt kein Plan, wo die zwei Truhen sein könnten. Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich einige Truhen so nachreichen, wenn ich irgendwann mal für mich hier irgendwie die ganzen Orte noch mal erkunde, weil jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde lang nach so einer blöden Truhe zu suchen, das bringt jetzt auch nicht so, finde ich jetzt jedenfalls. Aber ich will ja auch was erreichen und nicht 100 Stunden an diesem Spiel sitzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dafür habe ich schon genug Dinger hier, Projekte auf meinem Kanal. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich noch mal zurück? Ich könnte mal den offiziellen Weg hier wieder zurückgehen, den ich gekommen bin. Sind die Dinger wieder nachgewachsen? Ich kam noch gerade von hier, oder? So, wie bin ich noch mal hier hingekommen? Von wo? Aber da bin ich irgendwie runtergefallen, ne? Ja. So. Ich finde das echt nicht gut, wie diese Dinger irgendwie so seitwärts machen können. Was sollten irgendwie für menschliche Gegner irgendwie aufgespart werden, aber nicht für solche Monster irgendwie. Finde ich. Ja, ich glaube, ich muss wieder hier ganz hoch klettern, ne? Wir sind die eine Kugel. Oh Gott. Meine ich noch eine Kugel irgendwo, die die ganze Zeit hier rumgefahren ist? Ah ne, die habe ich wieder, die habe ich da reingetan, ne? Oh, wie kommt man aber da hoch, ey? Was hat nimmer? Wieso bist du denn jetzt? Wieso bist du denn jetzt den ganzen Weg da? So, wie kommt man jetzt hier noch mal ganz zurück? Ey?
Das ist die Preisfrage. Ihr sagt mir nicht, ich muss jetzt wieder oben irgendwie hochklettern oder so. Ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt, ehrlich gesagt. Muss ich das wieder resetten? Nee, nee. Das wäre jetzt ganz schön dämlich irgendwie. Ja, das muss ich echt machen, ne? Ja, das könnt ihr gut reden, so viel ihr wollt, aber das wäre dann echt kacke. Also ich übersehe ja schon wieder irgendwie einen anderen Weg, den ich gehen kann. Ach, okay. Okay. Ich jetzt echt das ganze Rätsel noch mal machen, um da wieder hochzukommen. Zum Aufzug. Ja, irgendwie kommt man von hier rein. Ja, da kann man dann runterrutschen, ne? Das ist von hier, ne? Ja, da kommt man auch noch runtergerutscht. Das heißt echt, ich muss noch mal ganze Rätsel machen, um wieder da hochzukommen. Das kann jetzt nicht sein, ey. Kann man da nicht irgendwie hochklettern, so eine Abkürzung oder so haben oder so? Oh, hier kann man hochklettern. Boah. Wollte schon sagen, ey. Weil das wäre jetzt richtig dämlich gewesen. So, ist hier noch irgendwas? Eine dieser Truhen muss doch hier wahrscheinlich noch irgendwo sein, ne? Aber ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt hier noch alles umzudrehen. Hier so zwei blöden Truhen hier. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt da nicht reinkomme. So, da ist die letzte Kugel. Ne, wie war ja der Mitte? Gott. Mal die Krise abgewendet. So. Ich würde da gern noch mal zur Mantis zurückkehren, ne? Unerkundet da, habe ich mir schon gedacht, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Tür, da ist auch noch eine Tür oder irgendwas. Muss ich erstmal nur wieder dahin finden. Wo bin ich gerade? Ja, so. Dann würde ich sagen, wir gehen Gott ich kann jetzt hier, boah, ist ja echt für so einen ganzen Weg hier. Okay, erstmal muss man hier durch, wenn es geht, ohne zu verrecken. Boom. Ja, beinahe. Ja, euch ignoriere ich. Tut mir leid. Boah, was? Spring doch. Nein. Er ist weg. Er hat das gesagt, niemand. So. Uff. So, jetzt muss ich glaube ich das hier nehmen, ne?
Nee, ist ja der Aufzug. Jetzt muss ich ja runter. Jetzt muss ich den einen Aufzug zurücknehmen, ne? Irgendwie so was. Aua, was? Oh, ist schon wieder passiert. Oh. Alles klar. Jetzt komm. Spät wie möglich. Ach ja, hier wieder. Okay. Oh Gott. Okay, ich dachte, dieser Soundbug wäre schon wieder. Okay. Dann. Mantis. Ich will langsam diesen Planeten hier echt verlassen. Ich habe jetzt genug hier von dem Planeten gesehen. Ich ganz ehrlich bin. Mantis. Da ist die Mantis. Da ist eine Abkürzung. Also muss ich erstmal wieder hier rumlaufen. Der da hinten, ne? Nee. Der da. Hi, na. Ist er auch hier? Ja, oh, ich dachte, hier wäre das schon. Nein. Wo ist der nur hin? Da. So, so langsam kriegt er doch hier raus, habe ich so ein Gefühl mit dem Kämpfen. Boom. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder witzig finde. So, ist das die richtige? Jo. Gut, rein da. Mal noch diese ein, zwei Orte hier erkunden, die ich da auf der Karte gesehen habe. Und dann, würde ich sagen, können wir auch mal weg von dem Planeten. Von dem, was ich sehe, können wir sowieso noch nicht alles erkunden. Also, ja, ich war am besten, bis ich irgendwie Griff noch bekomme. Ich nehme an, das ist Griff, ne? Also sieht irgendwie so aus, als könnte ich so Sachen an mich heranziehen an einigen Orten. Ja, ich würde sagen, nachdem wir das erledigt haben, werde ich den ganzen Planeten noch mal besuchen, nur als einsammeln, alles finden und so. Ich habe ein Lebens- und Macht ab, also das ist doch schon mal was. So, wie gesagt, ich weiß nicht, da könnt ihr mir ruhig mal erzählen. Gelten ja, werden ja als Checkpoints aktiviert, wenn ich die einfach nur sehe oder so, dann muss ich da echt ausruhen oder so. So was könnt ihr mir ruhig sagen. So. Wo war jetzt hier noch eine Tür? Also eine Tür, weil ich kaputt machen kann. Na, warte, hier sind da irgendwie so 3-4 Leute oder so gewesen. Ja. Ein Kampfkörper schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter. Durchhalten. Ach, er schafft das schon. Ich muss ja noch erkunden, Leute. Ihr schafft das schon, ich vertraue in euch. ATST. Oh ja. Hm. Kann euch auf mich schießen, danke. So. Ich habe das Gefühl, für den will ich vielleicht nur ein oder zwei Level haben. Und plötzlich sieht das doch gar nicht mehr so schlimm aus hier, vielleicht mit einem Erkunden. Vielleicht will ich doch erst noch mal ein bisschen erkunden.
sieht jetzt viel einladender aus, habe ich so Gefühl. Gott. Gott, warum mache ich denn immer so beschießene? Was macht er jetzt? Tschüss. Was? Die können klettern? Weißt du was? Macht das denen überhaupt Schaden? Das muss aber auch richtig. Nein. So, boom. Also langsam wird er doch hier. Da war noch gerade einer. Ich habe den gehört. Ja, schieß auf mich. Oder nicht? Hier unten. Das gehört gar nicht hierzu. Boah. Aber da ist auch noch was. Ist das nicht nur eine Abkürzung? Einer. Au, was? Wo kam der eine Schuss? Ich hab ihn getroffen. So, boom. Hilfst du mir mal? Okay. Was hat? Weg. Hey, hier rauf. Ich wollte eigentlich den anderen treffen. Was hast du mit mir zu tun, Jedi? Du bist schnell. Ich kriege dich trotzdem. Okay, nur so, komm her. Ach. So, da kann ich wegpushen, ne? Gott. Ich habe gesagt, pushen. Was? So. Den kann ich doch knacken, ne? Hey, listen. Scout-Truppler. War da drin? Neues Lichtschwermaterial, ein Durit. Ich wollte eigentlich einen Sprintangriff machen, aber okay. Denkt sich auch nur, wo kam der denn her? So. Alter, jetzt kriege ich da langsam hier raus, ey. Okay. Okay, komm ich da überhaupt? Da komme ich. Kann ich mich da dran hängen? Nö. Hey, BD1. Stell dir mal vor, du willst dich an irgendeinen anschleichen. Hey, ich brauche Heilung. So, wie kommen wir jetzt an diesen einen Dingen hin? Muss mich sowieso heilen. So ein Level ab, da wäre noch nicht schlecht, ne? Kann ich vielleicht gebrauchen. So, wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Ich will gar nicht hier. Nein. Ich will ehrlich gesagt wieder zurück zu diesen. Zum Mantis-Gebiet, Dingenskirchen. Also das Gefühl, der ATST, der da gerade war, der wird irgendwie den ganzen Part füllen, deswegen, ja. Dreck, wie komme ich jetzt da?
Wie bist denn? Wie bist du gerade da ausgewichen, ey? Ja, super. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Ich werde nicht ja ganz Rätsel und so was alles noch mal machen. Ich will jetzt hier zurück. Hallo? Kann ich sein, dass ich hier gar nicht mehr zurückkommen oder so? Hallo? Ich muss jetzt nicht echt noch mal durch das ganze Gebiet hier durch, ne? Hab doch schon wieder was übersehen, wahrscheinlich. Ich konnte bestimmt da irgendwie dran hangeln oder so. Ich habe da wieder nur nicht richtig erwischt oder so. Meistens eher noch. Komme ich hier zurück? Ich glaube, hier komme ich zurück, ne? Ja, ist der Speicherpunkt. Wie komme ich jetzt noch mal da zurück? Ja, schon fast so aus, als wäre dieser ja. Da komme ich jetzt wieder woanders hin. Was? Ich habe wieder irgendwas übersehen, ja, ne? Oh, ne. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Hat ja nicht machen, ja. Ja, ist klar. Ey, das gibt's jetzt nicht. Was soll das? Ich dachte, er wird ein bisschen weiterlaufen damit. Aber ja. Was ist das? Doch, ich will nur wissen, wie man da unten hinkommt. Das sieht aber aus, als wäre irgendwo hier. Also ich muss ja nochmal zurück zum Dings gehen. Komme ich so überhaupt zurück? Aua. Aua. In Ruhe. Ich will nicht. Boom. Ja, verpisst euch. So. Gut, wie komme ich jetzt zurück? Hey, das ist immer die gleiche Frage, habe ich so Gefühl. Ist hier noch irgendwas? Man hat schon wieder Überlängen, weil ich hier wieder nicht mich zurechtfinde. Da komme ich nicht hin. Ich brauche einen Stim. Das war knapp. So, warte mal, hier ist irgendwo eine Tür. Irgendwo ist ja was, wo ich dann da rein kann. Hoffentlich bist du bereit. Ich kriege dich. Das Spiel ist echt nicht für Casual Gamers irgendwie gedacht. Also nicht. So, war ich jemals schon mal hier drin, ne? Glaube nicht. So, ich hocke aber doch so lange rum, bis ich ein Level up bekommen. Da kannst du mal glauben. Abkürzung, danke. Auch hier war mal, glaube ich, schon mal drin, ne? Oder auch nicht? Ich glaube, hier war man noch gar nicht drin. Bravo. Hast du jetzt einen Rückwärtsschritt gemacht? Was? Ich habe nichts gedrückt. So. Ich weiß jetzt ein ATST, aber ich glaube, ich konnte in den Hangar vorher gar nicht rein, ne?
Lagerkiste. Sie lagert Sachen. Warum muss ich sowas? Warum ist es wichtig, dass ich sowas scanne? Lagerwelt hat. Darin kannst du Sachen lagern. So, nach die alten hat noch aus. So, war jetzt die Abkürzung hier, die ich gesehen habe? Ich glaube ja, ne? Okay. Gut, dann gehen wir da unten speichern. Lassen den ATSC noch ein bisschen auf das Ding ballern. Und in der nächsten Folge stellen wir uns den Teil, okay? Gut. Dann würde ich sagen, ich bin die Part hier. Obwohl, ich will noch ein Level abholen. Damit das sicher ist, versteht ihr? Damit es sicher ist. Ey, du. Tu mal Fettgras auf mich ballern. Danke. Du auch. Wat? Wie Ausweichschritt. Nur du und ich, Abschaum. Wat? Wir werden es schnell zu Ende bringen. Holt ihn euch einfach. So. Ah, jetzt hat er mich. Was zum Teufel war da dran? ja, keine Ahnung. Ob der hat gesehen. Nein, jedes Mal, wenn ich gerade jemanden abgebrochen habe, dann habe ich schon irgendwie ein Ausweichmanöver eingegeben. Ich brauche wirklich einen Stim. Will die eins, Mann. Oh. Oh. Okay. Los noch ein bisschen. Du. Nein. Okay, gut. Wir können zurück zum Aufleveln. Und oh Gott, wir warten jetzt schon wieder. Boah. Da kann ich sogar hoch. Ich habe so ein Hirn wie so ein Sieb, wenn es um Orientierung geht. Warte mal, war da oben jetzt gerade, habe ich mir noch eingebildet. Hey. Also dann hat hier noch Truhen sind. Nur 5% habe ich jetzt hier. 51, Alter. Das ist ja immer noch voll viel. Da war das. Nein, tut er nicht. So. Jetzt mal hier rein. Und geben wieder einen Fertigkeitspunkt aus. Wieder besser gewaffnet sind, ne? Was holen wir uns denn? Die Distanz, die kann mit einem Sprintangriff zurücklegen kann. Das, da hat gerade mal ein bisschen gefehlt ist, würde ich sagen, da mache ich mal. Ja. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Na, warte mal, das Dreieck. Mit Sprintattacke meinen die einen Angriff, den ich im Sprint einsetze. Gut, muss ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Was?